Ja, Sie sehen hier zwei Möglichkeiten, eine kurze Distanz zu messen. Einmal mit einem Messband und einmal mit einem Satellitennavigationssystem, welches die Real-Time-Kinematics-Methode anwendet. Auf dem Messband können wir eine Distanz zwischen diesen zwei Antennen von etwa 42,6 cm ablesen und mit dem Satellitennavigationssystem etwa 42,8 cm. Das heißt, also so ein Satellitennavigationssystem kann durchaus auch sehr genau sein. Ja, mein Name ist Luciano Sarperi, ich bin Dozent hier an der ZHAW School of Engineering und ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Vortrag über Multiband und Real-Time Kinematics Satellitennavigationsempfänger. Wir werden uns folgende Themen anschauen. Zuerst einmal die Standard-GNSS-Lokalisierung, also wie wird eine Position bestimmt, wobei hier GNSS für Global Navigation Satellite System steht. Dann schauen wir uns die differenzielle Lokalisierung an. Das ist eine Standardmethode, die angewandt wird, um eine höhere Genauigkeit zu erreichen. Dann kommen die Themen Multiband und Real-Time Kinematics Empfänger. Beide Methoden erlauben ebenfalls eine höhere Positionsgenauigkeit und für beide Techniken sind in letzter Zeit neue Empfänger auf den Markt gekommen, die relativ kostengünstig sind. Daher könnten sich diese Technologien auch vermehrt verbreiten. Und zu guter Letzt schauen wir noch auf den Galileo High Accuracy Service. Dieser befindet sich im Moment im Aufbau. Ja, beginnen wir am Anfang, wie funktioniert so ein Satellitennavigationssystem? Und im Prinzip spielt es keine Rolle, ob das GPS, Galileo oder auch das russische GLONASS-System ist. Alle funktionieren nach dem gleichen Grundprinzip. Was man bestimmen möchte, ist eine unbekannte Position und, das geht manchmal vergessen, man kann mit so einem System auch die genaue Zeit bestimmen. Jetzt, was ist bekannt? Bekannt sind die Positionen der einzelnen Satelliten und die Sendezeitpunkte der Signale. Diese werden von den Satelliten ausgesendet im Informationsstrom. Der Empfänger, der bestimmt dann die sogenannten Pseudo-Ranges, das sind die Distanzen zu den einzelnen Satelliten und daraus dann seine unbekannte Position. Jetzt diese Pseudo-Ranges, die werden über eine Laufzeitmessung bestimmt und im Prinzip Laufzeit mal Lichtgeschwindigkeit gibt dann diesen jeweiligen Pseudo-Range. Die Signale, die die Satelliten aussenden, verwenden sogenannte Spreizcodes, also es wird ein Spread-Spectrum-Verfahren verwendet. Das ist ähnlich wie bei Mobilfunksystemen der 13. Generation zum Beispiel. Und der Vorteil für sein Satellitennavigationssystem, wenn man das verwendet, sind eigentlich zwei. Das erste ist, man kann mit diesem Spreizcode, wenn man beim Empfänger das empfangene Signal mit dem jeweiligen Spreizcode korreliert, kann man sehr genau den Empfangszeitpunkt bestimmen und daraus dann die Signallaufzeit. Und es erlaubt auch eine Unterscheidung der Signale von den einzelnen Satelliten. Das heißt, all diese Satelliten, die verwenden die gleiche Frequenz, aber die Signale, die werden dann unterschieden, indem eben jeder Satellit einen anderen Spreizcode verwendet. Jetzt, wieso heißt das Pseudo-Range? Das kommt daher, dass am Anfang, wenn diese Laufzeit bestimmt wird, dann ist die Zeit im Empfänger, die ist noch nicht genau, das ist einfach die lokale Zeit, das ist noch nicht die GPS-genaue Zeit. Und aufgrund von diesem Zeitfehler gibt es dann einen Offset in dieser Distanz. Das wird dann später beim Lösen der Gleichung korrigiert, der wird bestimmt und fällt dann raus. Aber darum heißt das Pseudo-Range. Jetzt, wenn man sich das Gleichungssystem anschaut, wenn man da eine Position im dreidimensionalen Raum bestimmen will, plus eine Zeit, dann sieht man, dass mindestens vier Satelliten empfangen werden müssen, damit das Gleichungssystem lösbar ist. Und daraus kann man schon eine erste mögliche Einschränkung oder Problem bei so einem GNSS-System ableiten, nämlich wenn Sie zum Beispiel in einer Häuserschlucht sind, in einer Stadt,
dann könnte es sein, dass Sie eben weniger als 3 Satelliten empfangen können und dann ist es auch nicht möglich, eine Position zu bestimmen oder nur beschränkt möglich. Jetzt die Genauigkeit, die mit so einem Standard-GNSS-System erreicht werden kann, ist etwa 12 Meter, also 95% der Fehler sind kleiner gleich 12 Meter. Jetzt werden Sie sagen, ja, aber mein Navi im Auto oder auch im Telefon, das ist genauer als 12 Meter. Das stimmt, der Grund ist, da werden differenzielle Korrekturdaten verwendet. Und das werden wir uns dann gleich anschauen. Vielleicht noch ein letzter Punkt hier. Die Signale, die sind am Boden relativ schwach, darum ist auch der Empfang in Gebäuden eigentlich nicht möglich. Höchstens direkt hinter einer Fensterscheibe ist das in beschränktem Maß noch möglich. Ja, zuerst schauen wir uns mal die hauptsächlichen Fehlereinflüsse an. Der größte Fehler kommt von der Signalverzögerung in der Ionosphäre. Das ist eine Schicht in der ab etwa 50 Kilometer Höhe mit geladenen Teilen und die verändert die Signallaufzeit und somit dann auch die berechneten Pseudo-Ranges. Dann ein weiterer großer Fehlereinfluss ist Mehrwegausbreitung in der Nähe vom Empfänger. Das sehen wir hier rechts bildlich dargestellt in dieser Häuserschlucht. Die durchgezogene rote Linie, das ist der Line-of-Sight-Pfad. Für diesen möchten wir über die Laufzeit den Pseudo-Range bestimmen. Wenn es aber Gebäude in der Nähe hat, dann können Signale auch reflektiert werden. Das ist da die gestrichelte Linie. Und wenn wir jetzt den Pseudo-Range für diese Mehrwegsignale berechnen, dann sind die halt zu lang und das führt dann zu einem Fehler in der Position. Dann weitere Fehlereinflüsse, die sind aber weniger groß, sind Abweichungen beim Satellitenclock oder auch bei den Satellitenbahnen. Also der Satellit ist vielleicht nicht genau dort, wo er über die Daten eigentlich uns mitteilt. Jetzt, wie kann man so ein Standard-GNSS-System verbessern, die Genauigkeit erhöhen? Das Prinzip ist eigentlich recht einfach. Man setzt sogenannte Referenzstationen ein. Das sind GPS, also wenn wir jetzt von GPS sprechen, das sind GPS-Empfänger, die an genau ausgemessenen Positionen sich befinden. Die können über GPS die GPS-Position bestimmen und diese dann vergleichen mit der exakten Sollposition. Und daraus können dann Korrekturdaten bestimmt werden. Üblicherweise beinhalten diese Korrekturdaten aber nicht Korrekturdaten für die Position selber, sondern die beziehen sich auf die Pseudo-Ranges. Und die Frage ist jetzt, wie kommen diese Korrekturdaten auf einen GPS-Empfänger? Jetzt in Europa gibt es das sogenannte EGNOS-System. Das ist ein System mit geostationären Satelliten. Diese Satelliten senden diese Korrekturdaten aus. Und die können im Prinzip von jedem GPS- oder GNSS-Empfänger aus der Luft empfangen werden. Die werden auch auf den gleichen Frequenzen ausgesendet, einfach mit anderen Spreizcodes. Mit diesen Korrekturdaten beträgt dann die Genauigkeit etwa 3 Meter und das ist so die übliche Genauigkeit, die man von GPS her kennt. Was man damit aber leider nicht machen kann, ist der Fehler durch Mehrwegausbreitung. Der kann nicht korrigiert werden, weil das hängt halt von den lokalen Gegebenheiten ab. Da müsste die Referenzstation praktisch neben dem Empfänger stehen. Das ist eigentlich nicht möglich. Eine praktische Einschränkung, die es hier auch noch gibt, ist, dass diese Satelliten, die die Korrekturdaten senden, das sind geostationäre Satelliten, die fliegen also über dem Äquator, das heißt, von unseren Breitengraden aus gesehen, sind die in südlicher Richtung im Himmel und man muss freie Sicht auf diese Satelliten haben. Also es kann durchaus sein, dass Sie in einer Stadt eben diese Korrekturdaten dann nicht überall einsetzen können. Ja, jetzt kommen wir schon zu weiteren Möglichkeiten, wie die Genauigkeit verbessert werden kann. Und als erstes schauen wir uns sogenannte Multiband-Empfänger an. Das sind Empfänger, die die GPS, wenn wir jetzt von GPS sprechen, es kann aber auch Galileo sein, die diese Signale auf mehreren Frequenzen empfangen können. Der Hauptvorteil, wenn man das macht, ist, dass man die Signalverzögerung in der Ionosphäre kompensieren kann.
Diese ist frequenzabhängig. Wenn man auf zwei Frequenzen diesen Pseudorange misst, dann kann man eigentlich zu einem großen Teil diesen Fehler der Ionosphäre eliminieren. Dann sozusagen ein Nebenprodukt ist auch, wenn man weitere Frequenzbänder braucht, wenn man da zum Beispiel das sogenannte L5-Band braucht, hat man den Vorteil, dass das GPS-Signal dort breitbandiger ist. Es wird auch mit einer größeren Leistung gesendet. Größere Leistung führt zu höherem Signal-zu-Rausch-Verhältnis, das ist sicher immer gut. Und eine höhere Bandbreite hilft potenziell bei Multipfad-Signalen, da kann man eher das Line-of-Sight-Signal vom Multipfad-Signal unterscheiden. Dann möglicherweise, aber das ist implementationsspezifisch, ein Empfänger könnte auch, indem er die Signale auf verschiedenen Frequenzen auswertet, auch detektieren, ob Multipfad für einen bestimmten Satellit stark vorhanden ist, Multipfad-Ausbreitung, und diesen Satelliten dann vielleicht in der Gleichung nicht verwenden, wenn noch genügend andere Satelliten sichtbar sind. Es gibt aber auch gewisse Nachteile, zum Beispiel das Antennendesign ist komplexer, weil man jetzt mehrere Frequenzen empfangen muss. Das merkt man vor allem, wenn man die Antenne selber designt. Wenn Sie die kaufen, ist sie möglicherweise etwas teurer oder vielleicht größer. Ein möglicher weiterer Nachteil ist auch, wenn man dann die Signalverzögerung in der Ionosphäre korrigiert, bei Multipfadausbreitung, wenn man das macht, kann man auch das Ganze unter Umständen verschlimmbessern und man kann da neue Fehler reinbringen. Jetzt, um welche Frequenzbänder geht es da? Also wir sehen hier oben mal die GPS-Frequenzbänder. Das traditionelle Frequenzband ist das L1-Band bei 1575 MHz. Das ist das ursprüngliche Frequenzband. Neu verfügbar für mindestens zivile Anwendungen ist das L2-Band und L5-Band auf etwas tieferen Frequenzen. Bei Galileo als Beispiel gibt es eigentlich vergleichbare Frequenzbänder in einem ähnlichen Frequenzbereich. Jetzt haben wir bei uns einige praktische Tests gemacht mit solchen Multiband-Empfängern. Die Empfänger, die hier aufgeführt sind, die ersten zwei, die haben wir auch getestet. Zum einen ist das der Telit SE-868 und Quectel LC-79H. Diese beiden Empfänger können jeweils das L1- und L5-Band verarbeiten oder die entsprechenden Bänder von Galileo. Wenn man da bei einem bekannten Distributor mal nachschaut, was da der Richtpreis ist für 100 Stück, dann sieht man, ja, die Preise, die sind mehr oder weniger im Bereich, wo auch normale Singleband-Empfänger sind. Also die sind nicht wirklich signifikant teurer. Jetzt für die Tests haben wir eine gemeinsame Antenne verwendet, damit alle Empfänger genau das gleiche Signal zu sehen bekommen. Und dieses Signal wird dann aufgesplittet auf vier Empfänger. Zu oberst und zu unterst sehen Sie die Multibandempfänger. Und als Vergleich haben wir noch von U-Blox zwei Singlebandempfänger mitlaufen lassen. Und diesen Aufbau, den haben wir auf einen kleinen Ausflug mit dem Velo, auf eine Velotour um Winterthur mitgenommen, die Daten dann aufgezeichnet. Und hier sehen Sie einen ersten Ausschnitt von dieser Messung. Das ist entlang der Bahnlinie. Es hat zwar einige Gebäude in der Nähe, die sind aber nicht allzu hoch. Man würde jetzt hier so einfach von der Umgebung her erwarten, dass die Mehrwegausbreitung relativ schwach oder moderat ist. Ja, wie Sie schon vielleicht sehen können, in den verschiedenen Farben sind die verschiedenen Empfänger dargestellt, orange gestrichelt auch die wahre Strecke. Man sieht da keine großen Unterschiede, also ob Singleband- oder Multibandempfänger, die Genauigkeit ist recht vergleichbar in diesem Fall. Das Einzige, was ein bisschen auffällt, ist, dass einer der Singlebandempfänger so ein bisschen konsistent etwa 1,5 Meter Abweichung hatte. Wieso genau, wissen wir nicht. Wir haben das nicht weiter angeschaut. Aber zwischen Multiband- und Singlebandempfängern gibt es da wenig Unterschied. Etwas anders sieht es dann aus, wenn man das in einem, sag ich mal, urbaneren Gebiet macht. Und zwar,
ist das eigentlich immer noch die gleiche Teststrecke, aber der Beginn, der war da zwischen diesen Gebäuden, das ist gleich da hinter der Eulach-Passage. Die sind relativ hoch, da würde man starke Mehrwegausbreitung erwarten, also Signale, die an den Gebäuden reflektiert werden. Und man sieht da tatsächlich, da die pinke und grüne Kurve, diese Positionen sind ein bisschen überall, Abweichungen bis zu mehr als 10 Meter. Und wenn man da das nachschaut, das sind dann auch die Singlebandempfänger, die nur das L1-Band empfangen können. Die beiden Multibandempfänger, rot und blau, die sind da durchaus vernünftiger, haben auch gewisse Abweichungen, aber klar weniger starke Abweichungen. Wenn man dann durch einen Durchgang hier auf die Straße geht und am Gebäude entlang fährt, dann wird das Ganze wieder ein bisschen besser. Man hat da sicher weniger starke Mehrwegausbreitung. Trotzdem, die Multibandempfänger sind immer noch etwas näher an der wahren Strecke, aber der Unterschied ist nicht mehr so groß. Also man könnte sagen, oder aufgrund von diesen Messungen haben wir gesehen, dass mindestens in diesen Fällen, wo man starke Mehrwegausbreitung hat, hat man wirklich einen Vorteil mit Multibandempfängern. In anderen Fällen sehen wir keinen großen Unterschied, mindestens für die Tests, die wir durchgeführt haben. Ja, das war diese erste Möglichkeit, die Genauigkeit zu erhöhen mit Multibandempfängern. Der zweite Teil von Tests, die wir durchgeführt haben, beziehen sich auf die sogenannte Real-Time-Kinematics-Methode. Das ist nicht etwas Neues, das wird schon seit längerer Zeit zum Beispiel in der Landvermessung eingesetzt. Bisher war aber einfach die Ausrüstung zu teuer, um das verbreitet auch für andere Anwendungen einzusetzen. Ja, das Prinzip ist folgendermaßen. Beim Standard-GNSS-Verfahren werden die Pseudo-Ranges eben durch die Messung der Laufzeit bestimmt und die Laufzeit, indem man das empfangene Signal mit dem Spreizgut korreliert. Hier geht man sozusagen einen Schritt weiter und man misst die Phase vom Trägersignal, also zum Beispiel vom 1575 MHz Signal auf dem L1-Band. Und bei dieser Frequenz beträgt eine Wellenlänge, hat eine Länge von etwa 19 cm. Wenn man jetzt also ein Bruchteil von so einer Wellenlänge messen kann, dann kann man eben potenziell die Distanz zu einem Satelliten im Zentimeterbereich genau bestimmen und dadurch auch die Position dann genauer bestimmen. Jetzt, damit dieses Verfahren funktioniert, braucht man zwei Empfänger. Der erste Empfänger, den nennt man Basisstation oder Referenzstation, der ist an einer fixen Position aufgestellt, mit bekannter Position. Und der zweite Teil ist der mobile Rover. Hier möchten wir dann die unbekannte Position bestimmen. Beide Empfänger machen diese Phasenmessungen für die verschiedenen Satelliten, also Pseudorange basiert auf den Phasenmessungen. Und die Basisstation muss diese Werte dem Rover übermitteln. Zum Beispiel über Funk in Echtzeit, wenn man die Position in Echtzeit bestimmen will. Typischerweise wird eine Update-Rate von etwa einer Sekunde verwendet. Die Datenrate muss nicht allzu hoch sein, etwa 1 Kilobit pro Sekunde oder 2 Kilobit kann ausreichend sein. Jetzt, das große Problem hier ist eigentlich, man kann zwar durchaus die Phase messen, zum Beispiel 60 Grad, aber so eine Welle wiederholt sich ja nach 360 Grad oder 2 Pi. Das heißt, es ist eigentlich nicht von vornherein klar, wie viele ganze Wellenlängen zwischen dem Satelliten und dem Empfänger liegen, sondern man sieht nur dieses letzte Bruchstück sozusagen. Und das ist dann auch die Hauptaufgabe von so einem Empfänger, diese sogenannte Phasenambiguität zu lösen. Das ist ein relativ kompliziertes Verfahren, welches dann dort angewandt wird. Jetzt so eine Basisstation, da kann man eine eigene Basisstation zum Beispiel hinstellen. Das wird manchmal in der Landwirtschaft gemacht, sogenannte Präzisionslandwirtschaft. Kann man eine eigene Basisstation haben und vielleicht über Funk über ein gewisses Gebiet diese Korrekturdaten dann, wie hier gezeigt, an einen Traktor übertragen. Es gibt aber auch Basisstationen, dessen Daten kommerziell verfügbar sind im Internet.
Wir haben auch so einen Dienst mal getestet, zum Beispiel von Swiss Topo gibt es auch so einen Dienst, den wir eingesetzt haben. Da brauchen Sie keine eigene Basisstation. Jetzt eine Einschränkung, die es hier gibt, damit die Genauigkeit hoch bleibt, ist, dass diese sogenannte Baseline, das ist die Distanz zwischen Basisstation und Rover, die sollte den Bereich so von 20 bis 50 Kilometer nicht übersteigen. Jetzt, wenn man so eine Basisstation aus dem Internet, sage ich mal, verwendet, kann man sich natürlich fragen, ja, gibt es dann eine Basisstation, die nahe genug ist? Ist aber typischerweise kein Problem. Die stellen auch sogenannte virtuelle Referenzstationen zur Verfügung. Die werden im Prinzip berechnet aus echten Basisstationen. Also normalerweise ist das kein Problem. Ja, und potenziell kann man dann eine Genauigkeit im Zentimeterbereich erwarten oder erreichen. Und das ist eigentlich, was wir dann eben auch in unseren Tests mal anschauen wollten, wie das in der Praxis aussieht, mit so kostengünstigen Modulen. Jetzt die Module, die wir getestet haben, das sind zwei. Das erste ist von uBlocks, ZF9P. Dieses Modul gibt es schon ein bisschen länger. Ich meine, es ist natürlich auch nicht gerade low cost, also für gewisse Anwendungen würde es natürlich überhaupt nicht in Frage kommen. Aber im Vergleich zu früheren RTK-Modulen ist das doch tatsächlich einiges günstiger. In letzter Zeit sind aber auch noch wesentlich günstigere Module auf den Markt gekommen, zum Beispiel dieses Quacktail-Modul. Mit 30 Franken kostet das nicht viel mehr als ein Standard-GNSS-Modul und unterstützt RTK. Jetzt in unseren Tests, wir haben bisher nur ausführliche Tests mit dem uBlocks-Modul gemacht. Das Quacktail-Modul, das haben wir in Betrieb genommen, das funktioniert prinzipiell, aber wir haben jetzt hier noch keine detaillierten Resultate. Man muss auch sagen, im Datenblatt ist die Genauigkeit vom Quacktail-Modul auch etwas als weniger hoch angegeben als bei uBlocks, aber es kostet ja auch wesentlich weniger, aber die Genauigkeit ist sicher immer noch sehr interessant. Ja, das Testsystem, das verwendet wurde, das wurde in einer Studentenarbeit entwickelt und durchgeführt. Wir haben da bei uns auf dem Dach hier die Basisstation, die GNSS-Antenne, dann mit einem Raspberry Pi einen Server gemacht, der diese Phasenwerte im Prinzip im Internet zur Verfügung stellt. Und dann in 25 Kilometer Entfernung haben wir den Rover. Der besteht aus einem LTE-Mobilfunkmodem, das CAT-M1 zur Übertragung verwendet, um diese Phasenmesswerte sich abzuholen. Und dort wird dann die Position eben mit diesem RTK-Verfahren bestimmt. Ja, die Resultate, die erreicht wurden, die sind eigentlich wirklich bemerkenswert. Man sieht hier auf dieser Abweichungskarte etwa 500 Messwerte über so etwa 5 Minuten aufgenommen. Wenn Sie da schauen, die wahre Position in der Mitte vom Plot, die Abweichung im Mittel ist etwa 2,4 cm und etwa 95% dieser Werte haben eine Abweichung, die kleiner ist als etwa 4,2 cm. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, wieso wissen wir so genau, was da die echte Position ist? Wir haben so einen Fixpunkt der Vermessung genommen, diese Koordinaten dann verwendet und die Genauigkeit von diesen Fixpunkten ist mit plus minus 3 cm spezifiziert. Also es könnte durchaus sein, dass ein gewisser Teil vom Fehler hier noch von diesem Fixpunkt kommt, aber ich nehme mal an, dass der größte Teil vom Fehler schon vom RTK kommt. Was man auch sagen muss, RTK braucht eine gewisse Zeit für die genaue Positionsbestimmung. Wenn diese Phasenambiguität gelöst ist, dann nennt man das RTK fixt, diesen Zustand. Das kann bis zu 60 Sekunden dauern. Also das heißt, für eine Low-Power-Anwendung ist es halt dann vielleicht nur bedingt geeignet, weil einfach die Betriebsdauer, bis man mal so eine genaue Position hat, etwas hoch ist. Ja, das waren die Resultate für die RTK-Lokalisierung. Dann zu guter Letzt noch ein kleiner Ausblick auf diesen neuen Service von Galileo, der nennt sich High Accuracy Service. Der basiert
im Prinzip auf der sogenannten Precise Point Positioning Methode. Das ist eine Standardmethode zur genauen Positionsbestimmung, die verwendet Multibandempfänger und sehr genaue Korrekturdaten. Ist also im Prinzip auch so eine differenzielle GNSS-Methode. Im Moment ist dieser Service so in der initialen Phase. Die Signale, die werden ausgesendet und das Besondere ist, diese Korrekturdaten, die werden auch ähnlich wie beim EGNOS-System von Satelliten ausgesendet. Die kann man also im Prinzip frei aus der Luft beziehen. Und die Genauigkeit, die da versprochen wird, ist etwa 20 cm in Europa. Also nicht ganz so genau wie RTK, aber doch wesentlich genauer als normale GNSS-Empfänger. Ein möglicher Nachteil hier auch, die Positionsbestimmung dauert einige Zeit. Es wird da bis zu 100 Sekunden angegeben. Aber der Vorteil ist eben gegenüber RTK, man braucht keine Basisstation. Die Signale kommen eigentlich gratis aus der Luft und wir nehmen an, dass dieses Verfahren dann auch in GNSS-Empfängern eingebaut sein wird und einfach zur Verfügung dann steht. Im Moment, unseres Wissens nach, gibt es noch keine solchen Empfänger. Wir machen erste Tests mit Offline-Verarbeitung dieser Daten, um das mal zu testen im Moment. Ja, das war alles zu diesen GNSS-Empfängern, also wenn man das zusammenfasst, wir haben gesehen, die Multibandempfänger, die können einen Vorteil haben bei starker Mehrwegausbreitung, bei, sage ich mal, so ein bisschen vernünftigeren Szenarien, wo man nicht gerade in einer Häuserschlucht ist, haben wir jetzt bei unseren Tests wenige oder kaum Unterschiede gesehen. Dann Real-Time Kinematics, da kann man wirklich in der Praxis Zentimetergenauigkeit erreichen, auch mit diesen eher günstigeren Modulen und das ist wirklich ein bisschen neu. Also früher war das wesentlich teuer, diese Technologie. Und eben der Galileo High Accuracy Service könnte in Zukunft auch interessant sein. Ja, sind noch Fragen?